Ändert sich gerade die Musik oder? Nee, ne? Vier Angst, ich suche euch. Bitte, bitte meldet euch. Ich will nur wissen, wo ihr seid. Hallo? Hallo? Angst. Ach, da ist einer. Spawnen die der Reihe nach? Das heißt, wenn ich einen einsammle, spawnt irgendwo anders ein anderer? Nee, davon ist keiner. Gut, nee, dann spawnen die wahrscheinlich irgendwie im Wechsel. Und jeder spawnt irgendwie neue Gegner. Es hat einen gewissen Unterhaltungswert, würde ich sagen. Okay, für euch habe ich noch ein paar Raketen übrig. Boom! Wieso lebst du noch? Da war noch einer. Ja, yep. Da war noch einer. Erste Welle überstanden? Vielleicht noch nicht ganz. Aber ich bin noch gut im Spiel. Das haben wir jetzt einfach mal ins Safe Spot. Und hoffe, dass ich das so halten kann. Der dürfte auch hin sein. Und mehr von euch, natürlich. Und irgendwo ist wieder ein großer unterwegs. Da hinten ist ein kleiner. Hört auf mit euren blöden Knochen meine Raketen abzuwehren. Wie macht ihr das eigentlich? Man muss den Skeletten schon lassen. Zielen können sie irgendwie. Die wollen mich nicht durchlassen zum nächsten Ank. Finde ich nicht okay. Macht's mir mal einen Tick einfacher. Du lebst noch, ha? Huh? Es ist geil, wie lange die Rakete braucht, bis sie da mal beim Gegner ankommt. Nächster Ank. Ich warte, ich suche, ich hoffe. Oder muss ich den jetzt erst ablegen? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Dass ich sie einsammeln muss, dann ablegen und dann spawnt der nächste. Das heißt wahrscheinlich beim Ablegen spawnen auch wieder Gegner. Na toll. Ja, dann legen wir halt mal so ein Ding ab. Die Multiplayer bestimmt sehr witzig, ne? Also... Nö. Ah, hier. Okay, weil es da gerade geleuchtet hat oder so. Ich höre was. Oh, ich höre was, was mir nicht gefällt. Wo bist du? Oh! Aha. Ja, wie zu erwarten. Wollte ich gerade erklären. Ne? Also Multiplayer bestimmt unheimlich witzig. Weil man halt im Prinzip... Wow! Die sich hier verteilen könnte und sobald einer irgendwo einen Ank gefunden hat, Spawn-Gegner, und der kann den dann ruhig ablegen gehen, während sich die anderen alle mit Gegnern rumprügeln, die halt da... Ich habe gerade nur Scheiße gebaut, oder? Ja, die anderen können sich dann mit den Gegnern rumprügeln und sich freuen. Wo bin ich und was muss ich gerade machen? Ich muss den Ank ablegen, kann das sein? Ja, wie gesagt, also... Alle freuen sich, dass sie sich mit dem Gegner rumprügeln können und quasi während noch das Gemetzel am Laufen ist, könnte schon jemand den nächsten Ank einsammeln. In der Theorie. Okay, wo bist du, Kollege? Ich kann nichts sehen. Ja, toll. Wie soll ich dich jetzt noch aufhalten rechtzeitig? Raketen da an der Hand. Läuft schon wieder perfekt, ne? Ich habe halt keine Raketen mehr. Nehmen wir mal wieder das hier. Wow! Ja, es läuft wirklich sehr perfekt. Wenn ich gleich tot bin, wissen wir warum. Aber hier ist Lebensenergie. Ja, und direkt vor der Lebensenergie spawnt natürlich ein Gegner. Ich höre noch mehr Bullen. Ach, da ist er ja. Und da ist der nächste Ank. Hey! Wie gerufen?
Noch irgendwo? Von wo schießt ihr Dreckskackviecher? Ja, das war genauso geplant. Und nicht anders. Okay, bevor wir die Stelle jetzt noch 10-mal spielen, würde ich sagen, ich setze mal einen kurzen Save-Spot, bevor ich jetzt hier das Zeug aktiviere. Und dann überlege ich mir, wie ich das am cleversten hier überleben kann. Eigentlich wäre die cleverste Wahl prinzipiell ja, irgendwas, was schnell schießt. Das Thompson oder so. Weil hier diese blöden Kamikazes spawnen. Ja, Thompson scheint gut zu funktionieren. Bedingt. Da müssten doch noch mehr Skelette und noch mehr von euch kommen, genau. Ich höre dich. Ich sehe dich. Und ich kill dich. Passt doch. Ich, Nixan, kam, sah und zerlegte dich in deine Einzelteile. Sieht gut aus. Schnauze. Das neue Einzelteil der Dingsigkeit. Ihr macht euch nicht beliebt. Wie viele von euch blöden Skorpionen sollen hier eigentlich noch spawnen? Ja, 100, 200, kann ich zählen, aber es waren viele. Das ist gerade ganz dumm gelaufen, würde ich mal so sagen. Okay, was haben wir gelernt? Skorpione sind doof. Mhm. Lektion des Tages und ich sollte meine Strategie überdenken. Ja, Strategie überdenken. Es läuft gerade nicht gut, oder? Also ich sollte Schluss machen für heute. Oh. Ja, du kommst mir ein bisschen zu nah. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll mit euch. Habe ich eine andere Waffe? Ja, ich habe eine andere Waffe, aber die bringt mir jetzt auch nicht sehr viel. Wo ist der Skorpion, der schon wieder auf mich schießt? Ich habe ein Problem. Ich habe ein extrem großes Problem. Puh, wo noch? Ich kann euch nicht sehen, Leute. Da oben. Das war mein Tod. Okay, noch nicht. Da hinten ist noch einer. Weit weg. Wow. Aber das dürfte noch gerade reichen. Ein Problem weniger. Aber man hört sie noch. Es sind noch welche hier. Die wollen es mir echt schwer machen. Warum gibt es hier so wenig Leben und Rüstung und Scheiß? Oh, es ist Leben und Rüstung gespawnt, okay. Das würde es leichter machen. Wo? 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 Ab von da. Na toll. Bis ich den mal sehe hier. Von wo schießen die jetzt schon wieder? Wenn uns auch noch Lebensenergie. Hm. Ja, also ich müsste jetzt eigentlich erstmal das ganze Gebiet hier abklappern und Zeug einsammeln, damit ich irgendwie eine Chance habe, die nächste Welle zu überleben. Ne? Da ist ein Health Pack, das ist gut. Vorne gibt es noch Rüstung. Na, dann pumpe ich mich jetzt erstmal nochmal ordentlich auf, weil ansonsten ist das hier ruckzuck vorbei. Ja, also wenigstens Lebensenergie sollte voll sein, denke ich mal. Ich wette zwar, das ist ein Fehler, das jetzt einzusammeln, weil ich werde es wahrscheinlich nachher noch brauchen, aber Schicksal. Ich muss mich irgendwie hier durchprügeln. Also wenn das Level gelaufen ist, dann bin ich für heute auch gelaufen, glaube ich, weil, ey, es ist gerade ein bisschen unschön. Das will nicht. Jedenfalls nicht so, wie ich will.
keine neue Welle? Doch. Ihr lasst euch nur ein bisschen Zeit, ha? Ja, ich glaube, ich habe gerade noch ein Skelett gesehen. Ich dachte, ich hätte noch ein Skelett gesehen. Ich habe auch noch ein Skelett gesehen, sowas aber auch. Gut, ein Skelett weniger. Ich höre ein Skelett. Ah, da hinten. Okay. Ein Skelett weniger. Goldank meines Vertrauens. Da bist du ja. Oh. Aber gut. Wo, wo, wo? Wo und was? Ah, okay. Ein Problem gefunden. Und ich habe keinen Dingsy mehr. Ja, genau. Von hinten. Sehr freundlich. Ich bin tot. Das ist toll. Tralalalala. Nee, das kann ich nicht mehr schaffen. Selbst wenn ich die Lebensenergie hier einsammle. Mit dem Ding kann ich auch nicht treffen auf die Entfernung. Das ist gut. Uhuhu. Okay, wir wissen jetzt an der Stelle, das wäre die geeignete Waffe für die Phase. Okay, wo ist der Bulle? Mist. Da war doch vorhin noch ein Bulle. Ziel ist Glückssache. Okay, jetzt aber. Yes. Also wenn das so weitergeht, dann verballere ich meine ganze Kanonenmunition für diese blöden Viecher hier. Was jetzt an sich verständlich ist, weil die können gefährlich sein, wenn man sie lässt. Wo ist der Bulle? Der Bulle, der mich vorhin mein halbes Leben gekostet hat, weil er mich die ganze Zeit nur rumgeschubst hat? Den habe ich mir eingebildet oder was? Der existiert gar nicht, das war ein imaginärer Bulle. Naja, von mir aus. Ah, da ist er ja. Gut, ich höre schon. Also nicht der Bulle, aber das Vieh, das ich die ganze Zeit höre. Noch eins. Oh, guck mal, da ist jede Menge Zeug gespawnt. Oh, guck mal, da sind jede Menge Gegner gespawnt. Mal ganz was Neues, ne? Schön, dass das Spiel so einfallsreich ist diesbezüglich. Stadt. Mist. Zu hoch, ich kann sie nicht fassen. Okay, das funktioniert ja nicht, Leute. Da müssen wir was tun. 9 Schuss noch. Okay, okay, noch alles im grünen Bereich. Erstmal speichern. Ja, während die Skelette von allen Richtungen geflogen kommen. Guter Zeitpunkt zum Speichern. So, mitten in der Angriffswelle. Pff, ist egal. Was wollen die schon von mir, ne? Also ich meine, hallo, es sind nur Clear-Skelette. Da mache ich mir doch keine Gedanken. Komm, put, 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 genau. Du bist put, put. Okay, sammeln wir noch ein bisschen Scheißdreck ein. Ich denke, der andere Ank wird wieder auf der anderen Seite sein. Das wäre ja irgendwie naheliegend. Wir schicken einen hier von einer Seite auf die andere. Denen ist nichts mehr eingefallen, was sie hier noch machen wollen. Und dann schicken sie halt mal einen Haufen Gegner und dann sagen sie, ja, du bist dann in dieser großen Arena und dann läufst du halt von links nach rechts und von rechts nach links. Und wenn du damit fertig bist, dann machst du das Ganze nochmal, weil ist ja geil. Wie zum Geier hast du das gerade überlebt? Habe ich so ein schlechtes Timing? Nö. Doch, weil ich hängen geblieben bin. Toll. Okay. Ich habe wieder eindeutig zu viel Spaß mit den Gegnern. Ich sollte mir das abgewöhnen. Aber ich mag das mit der Schrotkante. Ja, genau, die Schrotkante. Genau meine Waffe, die Schrotkante. Ich mag es mit der Schrotflinte oder Shotgun oder was auch immer, einfach auf die Gegner zuzustürmen und zu ballern im letzten Moment. Erstens mal funktioniert es normalerweise, ne? Das zerlegt dann so ein Clear-Skelett mit einem Treffer, wir haben es oft genug gesehen. Und zweitens sieht es einfach geil aus, ne? So, ja, du rennst auf mich zu, ich renn auf dich zu, mal gucken, wer stärker ist. Ich habe eine Waffe, du nicht. Ja, sehr mutig, sehr wagemutig und toll, kühn und überhaupt, aber ja.
Gut, da ist noch ein bisschen Lebensenergie. Da ist noch ein bisschen Rüstung. Rüstung, ja, ja, Rüstung. Haben wir auch noch ein bisschen Ank? Ja, da hinten ist ein Ank, okay. Wir haben ihn gesehen. Aber wir checken noch ein bisschen die Lage. Wir werden nicht von irgendwelchen Viechern überrascht werden. Vor allem hätte ich gerne mehr Rüstung. Ich bin eine feige Sau. Oder oh, ist noch mehr Rüstung, das ist ja toll. Aber das wäre zu viel des Guten. Alles klar, Leute. Nehmen wir mal das Ding. Ich bin bereit. Okay, mit euch werde ich auch noch so fertig. Da muss ich mich ja nicht mal anstrengen. Oh, 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 Kommando zurück. Ich muss mich doch anstrengen. Au. Das war scheiße. Das war extrem scheiße. Könnte ich das denn an? Ich mache mich noch über die Viecher lustig. Blub, 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 blub. Genau. Genau, was ich sagen wollte. Blub, 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 blub. Wow. Nicht von der eigenen Kanonen treffen lassen. Kanonen, Dings, Dingsen. Kanonen. Warum lebst du noch? Fall doch um! Ich habe nicht vor, irgendwie zwei Kanonen für einen so viel zu verwenden. Also zwei Kugeln, meine ich. Aber irgendwie komme ich scheinbar gerade nicht drum rum. Okay, das funktioniert auch. Wo sind die restlichen Blaumänner? Ich glaube, ich hole mir erstmal die Rüstung da hinten. Das war noch nicht alles. Erzählt mir nicht, dass das die ganze Welle war. Da waren die vorhin dran schlimmer. Ich meine, klar, ja, wenn man blind in so die Raketen von so einem blöden Kack-Mechanoid rennt. Kack-Mechanoid ist auch mal cool, statt Biomechanoid, ne? Ekelhaft, aber cool. Ja, wenn man da blind reinrennt, klar, dann ist man mal eben schnell zerlegt. Aber ansonsten waren die jetzt eigentlich keine Bedrohung, wenn man weiß, dass eben rote Biomechs kommen. Okay. Letzte Welle. Alle Gegenstände platziert, ja, das weiß ich. Keine Welle mehr. Okay. Yay, ich hab's überlebt. Und dann dürfte das Level auch, denke ich mal, gegessen sein. Packen wir mal noch eine schönere Waffe aus. Ja, da ging es mir mal wieder heiß her. Ich wusste, dass das hier eine Katastrophe wird in... Wo waren wir gerade? Theben oder so? Aber das wäre dann auch erledigt. Geschätzte Spielzeit, 1 Stunde 20 Minuten. Zeit, 50 Minuten. Gut, wenn man nicht mitrechnet, dass ich 100 Mal geladen habe. Ah, wir waren Luxor, sag das doch. Was auch immer. Schön, und damit wären wir... Ja... Die große Pyramide. Wir sind jetzt ganz nah an der großen Pyramide. Sie ist das Ziel unserer Reise. Alle meine Sinne spielen verrückt. Und ich glaube, dass etwas Gewaltiges passieren wird. Ja, und wie gewaltig. Und wie gewaltig. Das sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Serious Sam. Genau. Also das war dann wohl zwangsweise Serious Sam. Ich war euer Nixon und ich sage euch... Ciao Leute, macht's gut und freut euch aufs nächste Mal. Es wird so schön. Also bis dann.